Dies sind die berühmten Symbole der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie stehen für die Ideale der Nation und ihre Geschichte. Jeder meint, ihre Bedeutung zu kennen. Aber sie alle haben noch eine verborgene Bedeutung. Mit ihr sind Geheimgesellschaften, verschlüsselte Botschaften und politische Intrigen verbunden. Was ist wahr und was ist Fiktion? Manchmal bergen gerade die wahren Geschichten die spannendsten Geheimnisse. Die weltberühmte Freiheitsstatue, Symbol des amerikanischen Traums von Freiheit. Allerdings hätte die Göttin eigentlich in Ägypten stehen sollen. Wer wollte wem mit diesem Monument etwas mitteilen und was? Es gibt Gerüchte, dass hinter Miss Liberty eine Geheimgesellschaft stehe und mit ihr verborgene Botschaften verknüpft seien. Und so fing alles an. 1874 kam ein französischer Bildhauer nach New York. Frédéric Auguste Bartholdi kam nach Amerika, um herauszufinden, ob man hier eine Statue akzeptieren würde, als Geschenk des Französischen an das amerikanische Volk. Dieses Geschenk sollte anlässlich des 100. Jahrestags im Jahr 1876 an die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und die Gründung der Vereinigten Staaten erinnern. Aber ganz so einfach war die Geschichte nicht. Denn Bartholdi setzte damit eine Idee um, die sein Landsmann Édouard de Laboulaye schon seit Jahren verfolgte. Ein Jurist, der sich als Republikaner für die Absetzung Napoleons III. Einsetzte. Die Statue sollte das amerikanische Vorbild ehren und zugleich ein Zeichen für die Freiheitsbewegung Frankreichs setzen. Bartholdi und de Laboulaye unterstützten eine stabile Demokratie und wählten als Symbol diese Göttin. Obwohl es ein Geschenk sein sollte, musste Bartholdi die Amerikaner erst überzeugen, es anzunehmen. Zunächst brauchte er einen Sockel für das künftige Denkmal, am besten mitten im Hafen von New York. Dafür brauchte er Verbündete. Als erstes wandte er sich an eine Gruppe von Menschen, die sich in sogenannten Logen zusammengefunden hatten, die Freimaurer. Viele seiner Freunde waren Freimaurer. Und hier in New York, in Philadelphia und Boston, waren Mitglieder an der Finanzierung des Fundaments beteiligt. Gehörte das berühmte Freiheitsdenkmal der Amerikaner zum Plan der Freimaurer, die französische Demokratiebewegung zu stärken? Ein gefundenes Fressen für alle Verschwörungstheoretiker. Bis heute sind die Ursprünge der Freimaurerei nicht ganz geklärt. Sie geht wohl auf die englischen und schottischen Bruderschaften der Steinmetze aus dem Mittelalter und auf uralte Bauhüttentraditionen zurück. Ihre Ideen und Symbole aber reichen bis ins alte Ägypten. Tugenden wie die ständige Arbeit an sich selbst wurden mit Werten wie Gleichheit, Brüderlichkeit und Freiheit verknüpft. Für uns bedeutet das Freiheit des Wortes, der Religion, aber auch Freiheit von Unwissenheit. Im 18. Jahrhundert diskutierten sie in ihren geschlossenen Versammlungen auch über Freiheit und Demokratie im Staate. Sie besprachen und förderten Dinge, die mit Sicherheit als Bedrohung der herrschenden Ordnung angesehen wurden. Unter den Freimaurern entwickelte sich eine eigene Umgangssprache. Von ihren Anwärtern verlangten sie, dass sie freie Menschen von gutem Ruf sein müssten. Ihre Sprache war sehr symbolisch, um bestimmte Wahrheiten, Ideen und Prinzipien auszudrücken. Sie wussten, dass nur die Eingeweihten den tieferen Sinn erschließen konnten. Bei solch flammenden Bekenntnissen zur Freiheit mag es kaum verwundern, dass einige von Amerikas Gründervätern, wie George Washington und Benjamin Franklin, bekennende Freimaurer waren. Aber in der Zeit nach der amerikanischen Revolution wurde die Bevölkerung misstrauisch. Einige Leute wurden neugierig und waren verblüfft, wie weit verbreitet die Freimaurerei schon war. Was ist da los? Sie treffen sich mit ihren Logen im Geheimen. Worüber reden sie? Als der Plan für die Statue bekannt wurde, fiel sofort ein Verdacht auf die Freimaurer. Die Zeit war noch nicht reif für Logen und Ideen von Demokratie.
Heute sind die Anhänger der Verschwörungstheorie überzeugt, dass die Beteiligung der Freimaurer ein Hinweis auf dunkle Machenschaften ist. Könnte selbst die Konstruktion der Statue ein Geheimnis bergen? Anhaltspunkt Nummer 1. In knapp 100 Metern Höhe ragt in ihrer Hand eine brennende Fackel. Ein zentrales Symbol der aufklärerischen Freimaurer. Was wir damit ausdrücken ist, wir passen auf, dass das Licht des Wissens und der Aufklärung niemals erlischt. Das ist die Bedeutung dieses Symbols. Aber sie hat auch mit den Vorlieben des Bildhauers Bartholdi zu tun. Schon lange faszinierten ihn die Kolossalbauten aus der Antike. Vergeblich hatte er vorgeschlagen, an der Einfahrt des Suezkanals in Ägypten eine Statue nach antikem Vorbild aufzustellen. Als aber die Pläne für eine amerikanische Freiheitsstatue reiften, sah er seine Chance gekommen. Und die Statue der Freiheit, die die Welt erleuchtet, wie sie ganz offiziell heißt, sollte Gestalt annehmen. Und ihre Robe birgt eine weitere Verbindung zu den Freimaurern. Unter ihrer Außenhaut ist dieses wunderbare Rahmenfachwerk, das sie stützt. Eine fantastische Konstruktion von der Firma Gustav Eiffel. Anhaltspunkt Nummer 2. Eiffel, der berühmte Erbauer des nach ihm benannten Pariser Turms, war wohl, man kann es erraten, ein Freimaurer. Der letzte Beweis dafür ist jedoch nicht erbracht. Anhaltspunkt Nummer 3. Am 5. August 1884 fand die feierliche Grundsteinlegung statt. Dabei zelebrierten Freimaurer eine Art Erntedankritual mit Mais, Öl und Wein, die für Wohlstand, Frieden und Glück stehen sollten. Die Freimaurerschaft des ganzen Bundesstaates New York kam hierher auf Bedloe's Island und feierte ihre Zeremonie. Man betrachtete das als besondere Segnung für die Freiheitsstatue. Aber auch abseits von Verschwörungstheorien wollten einige aus religiösen Gründen nichts mit dem französischen Geschenk zu tun haben. Es gab Christen, die empört gegen den Bau protestierten, vor allem aus der römisch-katholischen Kirche. Sie betonten, dass die römische Libertas in der Antike eine echte Göttin und damit heidnisch gewesen war. Ihre Befürchtung war, Amerika könnte künftig hier im Hafen eine römische Göttin anbeten. Sie übersahen, dass es bloß ein Symbol und keine echte Göttin war. Aber die Proteste verhallten und die Statue wurde 1886 feierlich eingeweiht. Miss Liberty war bald die berühmteste Statue des Landes, wenn nicht der Welt. Dennoch gibt es Details, die nicht jedermann geläufig sind. Über ihrem strengen Gesicht trägt sie eine Krone oder vielmehr ein Diadem. Darüber einen siebenzackigen Strahlenkranz. Oft ist von der Krone die Rede. Viele Leute halten irrtümlich nur die Zacken für die Krone, aber es ist ihr Strahlenkranz. 25 Fenster geben den Blick frei auf Manhattan und den Atlantik. Immer wieder sucht man in dieser Zahl und ihrer Anordnung eine verborgene Bedeutung. Es soll Juwelen auf dem Diadem darstellen, so wie sie halt jeder Prinz oder König oder jede Königin trägt. Nur eine Krone. Hier ist also nichts Außergewöhnliches oder Verborgenes zu finden. Mit ihrer Rechten hält sie eine großartige Fackel hoch. Diese Fackel ist Symbol der Erleuchtung, der Weisheit, des Wissens. Und das trägt sie für Amerika in der rechten Hand. Szenenwechsel. Washington DC, oft das Hauptquartier der freien Welt genannt. Und jeder Tourist kann bestätigen, dass man sich hier leicht verirren kann. Das hat die Stadt natürlich ihrem Namenspatron zu verdanken. George Washington höchstpersönlich hat die Anlage der Stadt an den Ufern des Potomac ausgesucht und festgelegt. Wir sind jetzt oberhalb des ursprünglichen District of Columbia, damals Federal City genannt. Manche meinen, der Stadtplan sei voller Freimaurer oder satanischer Symbole. Auch Bestsellerautoren wie Dan Brown spielen mit ihnen. Aber kann man wirklich Pentagramme, Freimaurer-Winkelmaß und die Ziffern 666 in der Anlage der Stadt finden?
Wer glaubt, man müsse nur beim damaligen Stadtplaner Pierre Lefort nachlesen, der irrt. Natürlich kursieren wilde Spekulationen über den Stadtplan, denn leider sind Lenfants Aufzeichnungen verschwunden. Und ohne die ist die Wahrheit kaum zu ermitteln. Pierre Lefort war einer der vielen Franzosen, die im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg auf Seiten der Kolonien gegen die Briten und ihre deutschen Söldner kämpften. In dieser Zeit lernte er den Oberbefehlshaber der Kontinentalarmee George Washington kennen. Nach dem Krieg gründeten die beiden mit dem aus Preußen stammenden General von Steuben einen Orden, die Society of Cincinnati. Die gibt es noch immer. Sie residiert im Anderson House in Washington. Sie war eine Bruderschaft der Offiziere, die im Unabhängigkeitskrieg gesiegt hatten. Ihr Ziel? Die Ideale der amerikanischen Revolution zu bewahren. Den Namen verlieh sich diese Bruderschaft von Cincinnatus, der einst die römischen Armeen befehligte und weder Sold noch politische Macht haben wollte. Das gefiel den Revolutionären, die gegen die britische Tyrannei kämpften. Er inspirierte die Kämpfer für die Unabhängigkeit und Washington machte sich Cincinnatus zum Vorbild. Mitglied konnten nur Offiziere werden, die auf Seiten der sogenannten Kontinentalarmee der 13 Kolonien gegen die Briten gekämpft hatten. Oder ihre Nachfahren. Bis heute ist ihre Mitgliederliste streng geheim. Vor zwei Jahrhunderten sahen viele Amerikaner die Society of Cincinnati als Verkörperung aller Werte und Prinzipien echter Patrioten. Aber warum sollte der Sohn eines Generals auch automatisch einen Titel von ihm erben? Es gab Befürchtungen, unsere Bruderschaft sei eine Art adliger Verschwörung gegen die neu gewonnene Freiheit. Daher musste sie ihre Treffen als geschlossene Gesellschaft abhalten. Sie wurde dadurch viel exklusiver und geheimnisvoller als zuvor. Aus den Aufzeichnungen eines Ordensmitglieds geht hervor, welchen Aufwand man betreiben musste, um sich zu schützen. Dieses Tagebuch ist in Geheimschrift verfasst. Ohne den Verschlüsselungscode war es unlesbar. Der wurde später vorne eingeklebt. Der erste Präsident dieser geheimen Bruderschaft war George Washington. Zugleich gehörte er der anderen erwähnten Exklusivvereinigung an, den Freimaurern. Es gab große Überschneidungen mit der Freimaurerei des 18. Jahrhunderts. Viele Gründerväter der Society of Cincinnati waren Freimaurer. Zusammen mit Washington trat ihr auch Pierre Lefort bei. Er entwarf die Embleme der Society, wie diesen selten zu sehenden Adler mit 194 Edelsteinen, vor allem Diamanten. Der Präsident der Bruderschaft trägt ihn noch heute. Manchmal wird Washingtons diamantener Adler als Kronjuwel der USA angesehen. Es ist der aufwendigste erhaltene Schmuck aus dem 18. Jahrhundert. Lefort hatte sich einen Namen gemacht. Und als man 1791 jemanden suchte, der die Hauptstadt auf dem Reichsbrett entwerfen sollte, fiel die Wahl auf ihn. Den Mann, der gemeinsam mit dem Präsidenten einer Geheimgesellschaft angehörte. Lefort orientierte sich an den landschaftlichen Gegebenheiten. Als erstes legte er fest, dass das Kongressgebäude auf einem Plateau thronen sollte. Das Weiße Haus, der Sitz des Präsidenten, wurde absichtlich unterhalb des Plateaus angesiedelt, um seine Unterordnung unter die Macht des Volkes und des Kongresses zu demonstrieren. Der oberste Gerichtshof sollte eigentlich dazwischen liegen, um die beiden auszutarieren. Der Kongress hielt es anfangs nicht für nötig, ein eigenes Gebäude für ein Gericht bauen zu lassen, das nur zweimal im Jahr tagte. Der Bau wurde vertagt. Erst in den 1930er Jahren bekam das Gericht sein eigenes Domizil, direkt hinter dem Kapitol. Aber Weißes Haus und Kongress belauern sich immer noch von den beiden Enden der Pennsylvania Avenue. Die eigenwillige Anlage der Straßen macht es nicht immer leicht, sich zurechtzufinden. Einige vermuten, dass manche Straßenanordnung auf Freimaurersymbolen wie Winkelmaß und Zirkel basiert. Das sehen die Freimaurer selbst anders. Natürlich spielt Geometrie im Freimaurertum eine wichtige Rolle.
Aber sie ist auch die Sprache der Sachlichkeit. Die Stadt ist quadratisch im Grundriss. Das Quadrat steht für Gleichheit, Rechtschaffenheit, Weisheit. Ob der Stadtplaner L'Enfant das im Sinne hatte, wird ohne die verschwundenen Originalaufzeichnungen Spekulation bleiben. Manche aber sehen sogar Teuflisches im Stadtplan. Die Straßen und Plätze nördlich des Weißen Hauses formen für sie ein auf der Spitze stehendes Pentagramm. Zeichen der Anbeter des Teufels, aber auch Bannzeichen gegen ihn. Die Spitze zeigt jedenfalls auf den Präsidenten. Die Fundamentalisten suchen begeistert nach Verbindungen des Weißen Hauses mit dem Teuflischen und Obskuren. Einige Straßen weiter die nächste Geheimbotschaft im Stadtplan. Drei Rondelle. Dupont, Scott und Logan Circle formen angeblich mit ihren Zufahrten dreimal die 6. Die Zahl des Satans, nicht wahr? Man kann die Straßen auf vielerlei Weisen betrachten und Kreuzungen so verbinden, dass so gut wie jede denkbare Form zu finden ist. Es ist einfach Humbug. Gäbe es die Pläne des Pierre L'Enfant, wüsste man mehr über das Washingtoner Stadtbild. Die Papiere könnten noch erhalten sein, wäre er nicht so schwierig gewesen. Im Herbst 1791, wenige Monate nachdem er seinen Plan fertiggestellt hatte, weigerte sich L'Enfant, ihn dem Stadtbauamt zu übergeben. Die Leute dort wüssten sein geniales Meisterwerk nicht zu schätzen. Und auch das brachte er fertig. Das Haus eines einflussreichen Anwohners ließ er abreißen, weil es seiner geplanten New Jersey Avenue im Weg stand. Ein klassischer Kampf des Künstlers mit der Stadtverwaltung, die dem Steuerzahler verpflichtet ist. L'Enfant kündigte, bevor man ihn rauswarf. Später beschuldigte er das Amt des Diebstahls seiner Papiere. Jedenfalls sind sie seit über 200 Jahren nicht mehr gesehen worden. Das Genie endete arbeitslos und pleite. Als er 1825 starb, begrub man L'Enfant ohne Grabstein auf einem kleinen Sklavenfriedhof einer Plantage. Man wollte es ihm noch einmal heimzahlen. Ein Dreivierteljahrhundert später ließ ihn Präsident Theodore Roosevelt exhumieren und auf den nationalen Ehrenfriedhof Arlington umbetten. Fraglich bleibt, ob es wirklich seine Gebeine waren. L'Enfant bleibt bis über sein Ende hinaus rätselhaft. Ein Arzt überwachte die Exhumierung, aber er maß nicht einmal die Knochen. Er behauptete einfach, er sei absolut sicher, dass es L'Enfants Gebeine sind. Nach all dem ist für mich sehr fraglich, wessen Überreste da wirklich im Ehrengrab ruhen. Wohl kein anderes Haus in Amerika birgt mehr Geheimnisse als dieses. Könnten seine Mauern sprechen, würde man allerlei zu Ohren bekommen. Es hat Feuer, Zerstörung, das Verschwinden von Menschen und angeblich sogar Geister erlebt. Wie um so viele ikonische Gebäude Amerikas ranken sich um das Weiße Haus Gerüchte und Verschwörungstheorien, natürlich immer im Zusammenhang mit den Freimaurern. Die Amerikaner empfinden das elitäre Absondern, Logen, Geheimhaltung und dergleichen als suspekt. Vereinigungen wie die Freimaurer sind immer schwierig. Das war eine Geheimgesellschaft. Man erfuhr von ihren Ritualen und Aktivitäten nur, wenn man Mitglied war. Und die Mitglieder hatten geschworen, niemandem etwas zu verraten. Einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten, George Washington, hatte mit solcher Geheimnistuerei kein Problem. Er beauftragte 1792 einen Freimaurerkollegen, den irischen Architekten James Hoban. Der sollte ein würdiges, repräsentatives Haus und einen Amtssitz für den Präsidenten entwerfen. Sein Plan basiert auf dem des heutigen irischen Parlaments. Das Haus, das sich George Washington erbauen ließ, ist dieses wunderschöne, symmetrische hier drüben. In der Tat großartig und gebaut von Freimaurern. Selbst während der Bauarbeiten wollten sie nicht von ihren Ritualen ablassen.
In der Bauphase haben sie gleich hier gegenüber, vor dem Weißen Haus im Lafayette Park, eine Hütte errichtet und dort abends ihre Freimaurertreffen abgehalten. 1793 gründeten die Freimaurer, die in Washington auf der Großbaustelle arbeiteten, auch die erste Loge im District of Columbia. Und wer leitete die geschlossene Gesellschaft bei ihren Treffen? Der Architekt des Weißen Hauses, James Hoban. Grundsteinlegung des Präsidentensitzes war am 13. Oktober 1792 mit einer Freimaurerzeremonie, ähnlich wie bei der 200-Jahr-Feier. Zum Einsatz kamen nicht nur die typischen Instrumente, sondern auch wieder Mais, Öl und Wein. Maiskörner symbolisieren Überfluss und Wohlstand. Öl steht für Frieden und Wein für Glück. Die Zeremonie sollte die Präsidenten und alle künftigen Bewohner dieses Hauses mahnen. Ihre Aufgabe ist nicht, über das Volk zu herrschen, sondern ihm zu dienen und für Wohlstand, Frieden und Glück zu sorgen. Eine noble Gesinnung. Allerdings ranken sich um den Grundstein des Weißen Hauses bis heute allerlei Gerüchte. Er ist nämlich verschwunden. Der Grundstein ist leider verloren gegangen. Wir wissen nicht genau, wo er sich befindet. Er könnte im Chaos verloren gegangen sein, als die Briten 1814 die Stadt in Brand setzten und das Weiße Haus beschädigt wurde. Möglicherweise ist er bei einem Um- oder Anbau irgendwann verloren gegangen. Jedenfalls ist er weg. Andere Rätsel, die sich um den Amtssitz ranken, sind allerdings gelöst. So machten etwa Bauarbeiter in den 50er Jahren eine erstaunliche Entdeckung. Präsident Truman hatte eine Generalrenovierung angeordnet, nachdem das inzwischen stark mitgenommene Gebäude fast zusammengebrochen war. Das Weiße Haus ist dabei fast bis auf die Mauern abgetragen worden. Man fand eine Menge originaler Steine mit eingeritzten Freimaurerzeichen. Die Steinmetze des ursprünglichen Baus stammten aus Schottland, dem Mutterland der Freimaurer. Traditionell markierten sie ihre Arbeitsmaterialien. Allerdings ist nicht klar, was sie damit ausdrücken wollten. Vielleicht, dass der Stein bezahlt worden war oder wie er gesetzt werden sollte oder um welche Baustelle es sich handelte. Truman, auch einer der Freimaurer im höchsten Staatsamt, schenkte diese Steine den Freimaurerlogen im ganzen Land zur Erinnerung an die Bauarbeiter und ihre Leistung. Der Bau hatte 8 Jahre gedauert und $200.000 verschlungen. Vor 200 Jahren eine beachtliche Summe. Das lag auch an der massiven Steinbauweise. George Washington bestand darauf, dass das Haus aus Stein errichtet wurde. Das sollte auch Dauerhaftigkeit symbolisieren. Der Begriff das Weiße Haus entstammt übrigens nicht dem Jahr 1814, als es nach der Brandstiftung durch britische Truppen weiß gestrichen wurde. Den Namen das Weiße Haus haben wir den schottischen Steinmetzen zu verdanken. Sie versiegelten die Mauer schon beim Bau mit einer weißen Paste, die aus Reis und anderen Materialien bestand. Theodore Roosevelt machte dann 1901 den Spitznamen zur offiziellen Bezeichnung. Was wirklich geheime und geheimnisvolle Vorgänge im Inneren angeht, so gibt es neben solchen Anekdoten ein paar Geister, die hier ihr Unwesen treiben. Man hat viele interessante Spukgeschichten über das Weiße Haus geschrieben. Die haben immer mit den berühmten Präsidenten zu tun. Es gibt keine Geistergeschichten zu Grover Cleveland. Der beliebteste unter den Herumgeisternden ist Abraham Lincoln. Fast ein Jahrhundert lang haben Präsidenten, First Ladies und Gäste behauptet, sie hätten Lincoln gesehen oder gespürt. So etwa der aufgeregte Bericht von Grace, der Frau des Präsidenten Calvin Coolidge. Ihr war Lincoln im Oval Office erschienen. Er habe dort am Fenster gestanden. Einige der Geistergeschichten sind nicht mal für Fans nachvollziehbar. So hat man behauptet, Präsident Madisons glamouröse Frau Dolly sei geisterhaft im Rosengarten des Weißen Hauses auf- und abmarschiert. Allerdings... Auf dieser Seite des Hauses befand sich zu Madisons Zeit ein Stall. Außerdem haben sich die Geister des Weißen Hauses leider verschworen, nicht zu sprechen.
Auch wenn es für die Ewigkeit gebaut war, blieb der Standort des Weißen Hauses durchaus umstritten. Als sich die Vereinigten Staaten immer weiter gen Westen ausdehnten, sollte dort auch der Amtssitz sein. Hier ein Sommerhaus in Colorado, in das das Weiße Haus 1911 verlegt werden sollte. Es war als Weißes Haus West in den Rocky Mountains geplant und ist den Schlössern Ludwigs II. Von Bayern nachempfunden. Allerdings seltsam überdimensioniert und unpassend für einen amerikanischen Präsidenten. Der Plan der Verlegung wurde bald fallen gelassen. Ebenso dieser Entwurf für einen echten Präsidentenpalast. Manche Vorschläge sind jedoch in die Tat umgesetzt worden. Theodore Roosevelt hat einen Westflügel anbauen lassen, was oft zu Missverständnissen führte. Wer die Serie West Wing im Fernsehen sieht, könnte meinen, dieser Flügel gehöre zum eigentlichen Weißen Haus. Aber es ist nur ein Anbau auf der Westseite, der mit dem Haupthaus über eine Terrasse oder Kolonnade verbunden ist. Die Erweiterung wurde für die sechsköpfige Familie von Theodore Roosevelt gebaut. Bei so vielen Leuten war da oben die Hölle los. Also hat man für den Präsidenten extra einen Bürotrakt errichtet. Dieser Anbau wurde bis 1909 auf die doppelte Größe erweitert. Das Oval Office entstand für Präsident Taft. Noch heute strahlen die Anmut und Symmetrie des Weißen Hauses eine klare Botschaft aus. Zieht man eine Achse durch den Grundriss, sind beide Seiten perfekt ausbalanciert. Das vermittelt ein Gefühl von Kraft und Dauerhaftigkeit. Hier ein weiteres nationales Symbol der Vereinigten Staaten. Die offizielle Flagge hat sich zwar in den mehr als zwei Jahrhunderten 14 Mal verändert, aber ihre große zeichenhafte Bedeutung behalten. Das Hissen des Banners im Februar 1945 auf der japanischen Insel Iwo Jima wurde zur nationalen Siegespose. Im Vietnamkrieg signalisierte es Freude und Leid. Am 11. September 2001 wehte die Flagge als Symbol der Hoffnung über den Trümmern. Bei dem emotionalen Bezug, den wir für unsere Flagge hegen, ist es doch interessant, wie sehr ihre Entstehungsgeschichte im Dunkeln liegt. Das Wesentliche, ihr Ursprung, bleibt ein historisches Rätsel. Jedes amerikanische Schulkind weiß, George Washington bat Betsy Ross, die Witwe eines im Unabhängigkeitskrieg gefallenen Soldaten, eine Flagge zu entwerfen. Aber daran gibt es inzwischen große Zweifel. Trotz des Betsy-Ross-Mythos wissen wir nicht, von wem die amerikanische Flagge stammt. Ja, sie war Fahnennäherin in Philadelphia, aber damit hören die Fakten auch schon auf, die die Legende belegen könnten. Fassen wir zusammen, was wir über die Nationalflagge wissen. Die meisten wissen nicht, dass die amerikanische die erste Nationalflagge der Erde war, die für Menschen stand und nicht für Monarchen und dergleichen. Farben, Wappentiere und Zeichen auf Stoff waren schon lange von den Führern dieser Welt erfolgreich als nationale Symbole eingesetzt worden. Die lange Geschichte bis zum amerikanischen Sternenbanner begann in England. König Jakob I. verlangte, alle britischen Schiffe sollten unter dieser Flagge fahren. Der Union Jack verbindet das Georgs mit dem Andreaskreuz. 1634 war die Flagge über den Atlantik bis in die ersten amerikanischen Kolonien vorgedrungen. Möglicherweise entstand daraus später das Sternenbanner. Von den Farben her liegt die Vermutung nahe, es stammt vom Union Jack. Mitte des 18. Jahrhunderts begann der Widerstand der Kolonien gegen das britische Mutterland. Und die Amerikaner entwarfen ihre eigenen Flaggen. Diese zum Beispiel stammte aus einem Artikel von Benjamin Franklin, der vorschlug, Klapperschlange nach England zu schicken. Die Schlange wurde zum Widerstandssymbol mit dem unmissverständlichen Motto, komm mir nicht zu nahe. Seit 2002 weht diese Flagge wieder, und zwar auf allen Schiffen der US-Marine als Warnung an den weltweiten Terrorismus. Die erste im engeren Sinn amerikanische Flagge ließ George Washington Anfang 1776 nahe Boston aufziehen. Sie sollte die Gründung der Kontinentalarmee im Kampf gegen die Briten markieren.
Die erste offizielle amerikanische Flagge mit den Farben der Kontinentalen war auch als Flagge der Großen Union bekannt. Aber niemand weiß sicher, woher sie kam und was sie genau darstellen sollte. Man weiß zwar, dass die Streifen mit den ursprünglichen 13 Kolonien zu tun hatten, aber nicht, woher sie eigentlich kamen. Es gibt viele Theorien, etwa die, dass sie von den Signalflaggen herrühren. Aber diese Fahne wurde im Unabhängigkeitskrieg nie in der Schlacht verwendet. Da gab es zwar Sterne und Streifen in einem eigenen Feld, zum Beispiel die sogenannte Bennington-Fahne mit der 76. Dass der Krieg bereits unter dem Sternenbanner gefochten wurde, ist jedoch nicht wahr. Dieser Mythos gründet sich auf Gemälde, wie Washington überquert den Delaware-Fluss. Im Krieg waren hingegen eher Standarten von Einheiten und Regimentsfahnen zu sehen, wie diese. Man sieht schon das spätere Signet der Vereinigten Staaten als Stickerei. Die Stars and Stripes-Fahne wurde von der Armee erst im Mexikanischen Krieg geführt. . 1777 erließ der Kongress eine Resolution zur Nationalflagge. Lediglich ein langer Satz, aber er enthält immerhin die Sterne und Streifen. Eine kurze Passage, mehr Anhaltspunkte haben wir nicht. Dort wurde festgelegt, dass die Flagge 13 Streifen haben solle, abwechselnd rot und weiß, und 13 Sterne in einem blauen Feld, aber kein Wort über ihre Anordnung. Es gab tausende Variationen, wie die Sterne angeordnet wurden. Und Sterne mit 5 Zacken, mit 6 und 7, manchmal sogar 8 Zacken. Wir wissen natürlich, dass die Anzahl der Streifen für die 13 Kolonien stand und je ein Stern für jeden Bundesstaat. Aber die Farben? Keine Ahnung. Es gibt Vermutungen, dass Blau stünde für Mut oder Standhaftigkeit, das Weiß für die Reinheit der Sache und das Rot für die Opfer während des Krieges. Was ebenfalls kaum noch jemand weiß, das Sternenbanner, das heute an den Feiertagen wie ein Fahnenmeer übers Land schwappt, war nicht immer so populär gewesen. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts freundeten sich die Menschen damit an. Damals wurde die Flagge eigentlich nur von der Regierung, dem Militär, der Marine für Signal- und Kommunikationszwecke verwendet. Das hat sich geändert, und zwar, was nicht allzu häufig in der Geschichte vorkommt, fast über Nacht. Es handelt sich genau gesagt um die Nacht zum 12. April 1861. Die Artillerie der konföderierten Südstaaten eröffnete das Feuer auf Fort Sumter in South Carolina. Der Bürgerkrieg begann und zerriss das Land. Die Menschen in den Nordstaaten wollten jetzt Flagge zeigen. Als in Fort Sumter die Flagge eingeholt wurde, wurde sie tausendfach im Norden aufgezogen. Damals hatte ja so gut wie keine Privatperson eine Flagge zu Hause. Aber kaum hörte man in Boston und Philadelphia von den Vorgängen im Süden, waren die Flaggen gehisst. Es ist wirklich amüsant. So viel Wert die Amerikaner heute auf ihre Flagge legen, so wenig wissen sie darüber. Ich kenne kein anderes Land, in dem es eine eigene Hymne auf die nationale Flagge gäbe, patriotische Gruppen, Veteranenverbände, gar einen eigenen Feiertag. Es ist fast schon ein religiöser Kult um die Flagge entstanden. Da mutet es seltsam an, dass man über ihre Entstehungsgeschichte so wenig herausfinden kann. Geld regiert die Welt, so sagt man. Wenn das stimmt, ist hier das Zentrum der Macht. Die amerikanische Notenpresse in Washington. Geldscheindesigner und Graveure verwenden oft geheime Symbole, um die Geschichte der Nation wiederzugeben und zugleich für die Fälschungssicherheit des amerikanischen Dollars zu sorgen. Mich verblüfft, dass man selbst in China eine amerikanische Dollarnote sofort erkennt. Das liegt an Zeichen, die man direkt mit Amerika assoziieren kann. Die Graveure ziselieren die Gestaltungselemente der Banknoten per Hand und in Spiegelschrift. Vor 100 Jahren reichte das, um Geldfälschen fast unmöglich zu machen. Heute genügt das nicht mehr. Man braucht neue, streng geheime Technologien.
Daher können wir auch nur andeutungsweise zeigen, wie es gemacht wird. 1996 brachte die US-Notenbank die aktuelle Serie von Geldscheinen heraus. Im neuen Design und mit neuen Wunderwaffen gegen Fälscher, wie Feinlinien und Mikroschrift. Mikroschrift, das sind winzige gedruckte Elemente, die man nur unter dem Mikroskop oder mit bestimmten Lupen sehen kann. Die schärfste Waffe gegen die Fälscher ist jedoch Veränderung. Daher werden die Dollarnoten auch alle 7 bis 10 Jahre neu entworfen, um Vorsprung vor den Blütenherstellern zu haben. Wir müssen für die Sicherheit der amerikanischen Währung sorgen. Man kann heutzutage ja fast überall auf der Welt direkt mit US-Dollars bezahlen, weil die Menschen darauf vertrauen, dass dieses Stück Papier genau das ist, wonach es aussieht. Aber es halten sich von Bestseller-Romanen genährte, hartnäckige Gerüchte, dass die Symbole auf den Dollarnoten das Ergebnis von Verschwörern sind. Am verdächtigsten scheint dieses hier zu sein. Das zweiseitige sogenannte große Siegel der USA auf der Rückseite des 1-Dollar-Scheins. Gesehen hat man es natürlich oft, aber wer weiß schon, was dahinter steckt und ob es nicht doch eine geheimnisvolle Botschaft enthält? Das Originalsiegel wird streng bewacht, im Außenministerium aufbewahrt. Es ist mit einem Schloss abgesperrt. Eine Art Riesen-Notarsiegelmaschine, mit der Verträge und Berufungen beglaubigt werden. Wenn das Siegel eingeprägt ist, wird die Berufung für den Kandidaten rechtsgültig. Ein einzelnes Auge über einer Pyramide auf der einen, der Adler mit den Pfeilen auf der anderen Seite. Und gleich 3 lateinische Motti. Kein Wunder, dass man da Hintergedanken vermutet. Hier in Philadelphia soll die Verschwörung begonnen haben. Am 4. Juli 1776 hat der Kongress ein Komitee berufen, das ein offizielles Siegel für offizielle Dokumente entwerfen sollte. Man stelle sich diesen heißen Julitag vor. Sie bemühten sich, die Unabhängigkeitserklärung auf den Weg zu bringen, und dieses bemerkenswerte Dokument brauchte natürlich ein Siegel. Wer saß im Siegelkomitee? John Adams, Benjamin Franklin und Thomas Jefferson. Die 3, deren Aufgabe es zugleich war, die wichtige Erklärung aufzusetzen. Brillante Köpfe, aber sie hatten keine Ahnung, wie ein Siegel aussehen sollte. Franklin wollte Moses am Ufer, über das Rote Meer weisend. Jefferson favorisierte eher die Kinder Israels in der Wildnis. Adams kämpfte für ein Gemälde des jungen Herkules. Dann gaben die 3 auf. Sie baten den Künstler Eugène de Simitière um einen neuen Entwurf. Davon finden sich einige Elemente im offiziellen Siegel wieder, das erst 6 Jahre und 3 Kommissionen später abgesegnet wurde. Darunter das merkwürdige schwebende Auge. Das Auge im Dreieck ist ein Symbol der Vorsehung, der Gottheit, des Allmächtigen. Du kannst vor nichts davonrennen, wenn Gott dich beobachtet. Ein sehr wichtiges Symbol für eine junge, erstarkende Nation. Leicht zu erraten, für wen das Auge noch große Bedeutung hat. Richtig, die Freimaurer. Auch für sie stellt es das allsehende Auge Gottes dar. Wenn man jedoch eine Verschwörung vermutet, findet man eine andere Deutung. Sie sehen das Auge über der Pyramide und behaupten, das ist doch das Auge des Teufels, des Satans. Wo kommt das her? Ah, von den Freimaurern. Also müssen die Teufelsanbeter sein. Die Freimaurer hatten nichts mit dem Siegel zu tun. Der einzige Freimaurer im Komitee war Franklin, und dessen Vorschlag wurde ja abgelehnt. De Simitière hatte zudem bereits das lateinische Motto vorgeschlagen, E pluribus unum, aus vielen eines. Das klingt für uns wie ein hehrer, klassischer Spruch. Vor 200 Jahren war es allerdings eher Popkultur. Es war eigentlich das Motto einer Monatszeitschrift namens Gentleman's Magazine. Jedes Jahr gab man eine Auswahl der besten Artikel in einer Sondernummer heraus, auf dem stand, aus vielen eines, auf Lateinisch, E pluribus unum.
Dussy Métier war wohl Leser dieser Zeitschrift und das brachte ihn auf diese Idee. Schon die erste Skizze dieses Künstlers legte den Grundstein für die künftigen Verschwörungstheorien. Und davon gab und gibt es mehr als genug. Das erste offizielle Symbol des neuen Staates war keine leichte Geburt. Die Entwürfe der ersten Kommission 1776 wanderten alle in die Schublade. Vielleicht war für später ja doch was Brauchbares dabei. 4 Jahre später der zweite Anlauf. Eine weitere Kommission beauftragte den Künstler Francis Hopkinson, der auch schon beim Entwurf des Sternenbanners dabei war. Er übernahm die 13 roten und weißen Streifen, platzierte sie auf einen Schild und fügte eine Konstellation der 13 Sterne hinzu. Die 13 Streifen sollten die 13 Staaten repräsentieren, eingefasst von dem Band, das für die Regierung des Staatenbundes stand. Soweit, so gut. Die Zahl 13 jedoch ist natürlich eine besondere Zahl. Die Anzahl der ursprünglichen Kolonien, also 13, wird oft mit dem Teufel in Verbindung gebracht. Es handelt sich selbstverständlich nicht um satanische Sterne, wie manche Fundamentalisten behaupten, sondern einfach um die 13 Staaten. Aber der Kongress hat diesen Entwurf ohnehin ebenfalls zu den Akten gelegt. Danach wandte sich eine dritte Kommission an einen jungen Wappenkundler namens Thomas Barton. Von Barton stammen der Adler und das wohl rätselhafteste Symbol des späteren Siegels, die unfertige Pyramide. Unter dem allsehenden Auge. Der Pyramidenstumpf symbolisiert, dass die Arbeit nie beendet ist. Die Vereinigten Staaten werden beständig an ihrer Demokratie weiterarbeiten, um eine bessere, stärkere Nation zu werden. Die Pyramide verbanden die Gründerväter mit Stärke und Dauerhaftigkeit. Sie wollten einen Staat schaffen, der ewig besteht. Im Juni des gleichen Jahres, 1782, zeichnete der Sekretär des Kongresses Charles Thomson höchstpersönlich einen weiteren Entwurf. Der Adler fiel größer aus und es war einer, der in Nordamerika vorkam. Nur ein Adler war spezifisch amerikanisch, der Weißkopfseeadler, mit hellem Kopf auch gut wiedererkennbar. Außerdem kamen 2 weitere lateinische Sprüche hinzu. Anuit Zöptis, er, Gott, hat unser Vorhaben gesegnet. Und unter der Pyramide Novus Ordo Seclorum, eine neue Ordnung der Zeitalter. Schon wieder ein gefundenes Fressen für die, die nach einer Verschwörung suchen. Die neue Ordnung, das war die repräsentative Regierungsform, die Republik. Aber da gibt es wieder welche, die wollen da was anderes hineininterpretieren. Da steht doch klar, dies ist die neue Weltordnung. Jedoch selbst wenn man hier keine Verschwörung zu erkennen vermag, es gibt einiges in diesem großen Siegel zu entdecken. Zum Beispiel, legt man ein Hexagramm über die Rückseite des Siegels, so deuten seine Spitzen auf 5 Buchstaben, die zusammen Mason, Freimaurer, ergeben. Zufall? Heute begegnet man dem Siegel vorwiegend in der Brieftasche, auf den 1-Dollar-Scheinen. Wie ist dieses Emblem voller merkwürdiger Symbole denn dorthin geraten? Durch Anordnung des Präsidenten Franklin D. Roosevelt im Jahr 1935, selbstredend ebenfalls einem Freimaurer. Die Historiker verfolgen das auf einen Vorschlag seines Landwirtschaftsministers Henry Wallace zurück, einem weiteren Freimaurer. Damals hatte das Siegel schon sehr an Bedeutung verloren. Es wurde nur noch zum Ratifizieren von Verträgen verwendet und der normale amerikanische Bürger wusste nichts davon. Wallace zeigte das Siegel dem Präsidenten und dem gefiel, dass das Motto Novus Ordo Seclorum gut zu seinem New Deal in der Wirtschafts- und Sozialpolitik passte. Die Notenbank wurde angewiesen, das Siegel auf die Dollarnoten zu drucken. Wer Verschwörungstheorien liebt, dem wird diese Anweisung mit dem Auge und der Pyramide als geheimer Wink Roosevelts an seine Freimaurerbrüder erscheinen. Auch wenn die offizielle Seite nicht müde wird zu betonen, dass das Siegel zu diesem Zeitpunkt schon 150 Jahre existierte.
Hier die offizielle Interpretation. Das große Siegel der Vereinigten Staaten stellt Amerika dar. Sein neues Staatsgebilde, bestehend aus 13 Teilen. Diese Vereinigten Staaten bewachen das Land und die Bürger, aber die Arbeit ist nie abgeschlossen. Gott betrachtet das Vorhaben wohlwollend. Amerika ist friedlich, aber bereit, sich zu verteidigen. Eigentlich ganz einfach. Seit mehr als 200 Jahren schaffen die Amerikaner Symbole, die für die Ziele und den Charakter ihres Landes stehen. Und ebenso lange streiten sie sich darüber, was diese Symbole eigentlich bedeuten. Das scheint ein spezifisch amerikanischer Umgang mit den größten Ideen und Werten zu sein, die es gibt. Das Land, die Gleichheit, die Freiheit. Symbole sind etwas sehr Mächtiges. Sie können den Menschen über lange Zeit hinweg Botschaften vermitteln, grandioser und bedeutungsvoller als alles andere. Diese Symbole stehen für die Tugenden, die die Gründerväter des Landes verwirklicht sehen wollten. Wenn sie aber doch die Ikonen der amerikanischen Nation sind, warum suchen dann so viele nach verborgenen, finsteren Bedeutungen darin? Die Menschen suchen eben nach Erklärungen für die menschliche Existenz in allen ihren Aspekten. Warum auch nicht? Wir tun das doch alle die ganze Zeit. Es ist ein Hang zum Rätselhaften. Es scheint uns Vergnügen und Genugtuung zu bereiten, alles so zu interpretieren. In mehr als 200 Jahren gab es zahlreiche Deutungen der Wahrzeichen und Symbole der Nation. Aufgeladen mit geheimen Bedeutungen und subversiven Theorien. Und vermutlich wird die Diskussion darüber noch lange andauern. Bartholdi und de Laboulaye unterstützten eine stabile Demokratie und wählten als Symbol diese Göttin. Obwohl es ein Geschenk sein sollte, musste Bartholdi die Amerikaner erst überzeugen, es anzunehmen. Zunächst brauchte er einen Sockel für das künftige Denkmal, am besten mitten im Hafen von New York. Dafür brauchte er Verbündete. Als erstes wandte er sich an eine Gruppe von Menschen, die sich in sogenannten Logen zusammengefunden hatten, die Freimaurer. Viele seiner Freunde waren Freimaurer. Und hier in New York, in Philadelphia und Boston, waren Mitglieder an der Finanzierung des Fundaments beteiligt. Gehörte das berühmte Freiheitsdenkmal der Amerikaner zum Plan der Freimaurer, die französische Demokratiebewegung zu stärken? Ein gefundenes Fressen für alle Verschwörungstheoretiker. Dies sind die berühmten Symbole der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie stehen für die Ideale der Nation und ihre Geschichte. Jeder meint, ihre Bedeutung zu kennen. Aber sie alle haben noch eine verborgene Bedeutung. Mit ihr sind Geheimgesellschaften, verschlüsselte Botschaften und politische Intrigen verbunden. Was ist wahr und was ist Fiktion? Manchmal bergen gerade die wahren Geschichten die spannendsten Geheimnisse. Die weltberühmte Freiheitsstatue, Symbol des amerikanischen Traums von Freiheit. Allerdings hätte die Göttin eigentlich in Ägypten stehen sollen. Wer wollte wem mit diesem Monument etwas mitteilen und was? Bis heute sind die Ursprünge der Freimaurerei nicht ganz geklärt. Sie geht wohl auf die englischen und schottischen Bruderschaften der Steinmetze aus dem Mittelalter und auf uralte Bauhüttentraditionen zurück. Ihre Ideen und Symbole aber reichen bis ins alte Ägypten. Tugenden wie die ständige Arbeit an sich selbst wurden mit Werten wie Gleichheit, Brüderlichkeit und Freiheit verknüpft. Für uns bedeutet das Freiheit des Wortes, der Religion, aber auch Freiheit von Unwissenheit. Im 18. Jahrhundert diskutierten sie in ihren geschlossenen Versammlungen auch über Freiheit und Demokratie im Staate. Sie besprachen und förderten Dinge, die mit Sicherheit als Bedrohung der herrschenden Ordnung angesehen wurden. Unter den Freimaurern entwickelte sich eine eigene Umgangssprache.
Von ihren Anwärtern verlangten sie, dass sie freie Menschen von gutem Ruf sein müssten. Ihre Sprache war sehr symbolisch, um bestimmte Wahrheiten, Ideen und Prinzipien auszudrücken. Sie wussten, dass nur die Eingeweihten den tieferen Sinn erschließen konnten. Bei solch flammenden Bekenntnissen zur Freiheit mag es kaum verwundern, dass einige von Amerikas Gründervätern, wie George Washington und Benjamin Franklin, bekennende Freimaurer waren. Aber in der Zeit nach der amerikanischen Revolution wurde die Bevölkerung misstrauisch. Einige Leute wurden neugierig und waren verblüfft, wie weit verbreitet die Freimaurerei schon war. Was ist da los? Sie treffen sich mit ihren Logen im Geheimen. Worüber reden sie? Als der Plan für die Statue bekannt wurde, fiel sofort ein Verdacht auf die Freimaurer. Die Zeit war noch nicht reif für Logen und Ideen von Demokratie. Es gibt Gerüchte, dass hinter Miss Liberty eine Geheimgesellschaft stehe und mit ihr verborgene Botschaften verknüpft seien. Und so fing alles an. 1874 kam ein französischer Bildhauer nach New York. Frédéric Auguste Bartholdi kam nach Amerika, um herauszufinden, ob man hier eine Statue akzeptieren würde, als Geschenk des Französischen an das amerikanische Volk. Dieses Geschenk sollte anlässlich des 100. Jahrestags im Jahr 1876 an die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und die Gründung der Vereinigten Staaten erinnern. Aber ganz so einfach war die Geschichte nicht. Denn Bartholdi setzte damit eine Idee um, die sein Landsmann Édouard de Laboulaye schon seit Jahren verfolgte. Ein Jurist, der sich als Republikaner für die Absetzung Napoleons III. Einsetzte. Die Statue sollte das amerikanische Vorbild ehren und zugleich ein Zeichen für die Freiheitsbewegung Frankreichs setzen.